aus dem Studio E des WDR in Köln. Zack Ultra, der Doppeldurchblick. 60 Minuten lang. Heute mit Deutschlands fleißigstem Late-Night-Talker, Harald Schmidt. Deutschlands jüngstem Abgeordneten, Matthias Berninger. Sowie live aus dem Wembley-Stadion, Tschechiens beliebtestem Schlagersänger, Karel Gott. Und hier kommt der Mann, der die Kniescheibe auf dem Kopf hat. Friedrich Köppersbusch. Und jetzt so, ne? Hi, mein Name ist Dieter Eils. Und dann muss ich sagen, super Leistung von Andy Köpke heute, ne? Absolut. Für mich natürlich der Mann des Abends. Ja. Eigentlich schon während des ganzen Turniers. Kann man jetzt auch aus Sicht der CL, das ist zack. Schade, ich dachte, weil hier lief gerade bis vor kurzem noch Fußball, aber... Das Spiel war aber offiziell abgepfiffen. Ja, aber das eigentlich ist ja doch immer, die Queen schäkelt Icke Hesser die Hand. Und, merkt ihr das noch? Ich glaube schon. Und für mich das Bild des Tages war, der Bundeskanzler umarmt Berti Vogts. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie können an dieser Stelle bei zwei völlig überbezahlten Fernseher, erst natürlich noch überbezahlter als ich, aber trotzdem eine erstklassige Anmoderation für den ersten Beitrag erwarten. Und warum die nicht kommt, zeige ich Ihnen jetzt Michael Meuth. Ja. Na, auch wieder dabei gewesen heute, was? Dann wissen Sie auch sicher die Antwort auf unsere Rätselfrage. Es handelt sich um die Frage, was denn nun die EM 96 in England entschieden hat. Es war die Frage mit dem Endspiel, bei dem der deutsche Innenminister zum ersten Mal in einem Stadion gesichtet wurde. Es war das Endspiel gegen die Tschechen, dieser krasse Außenseiter von der Moldau. Das Spiel, das wir Deutschen sehr lange Zeit sehr ausgeglichen gestalten mussten. Wir waren ja schon die ganze Zeit sehr fair gegen die krassen Außenseiter aus Tschechien, schon vor dem Golden Goal. Die Fairness unserer deutschen Mannschaft, die im Spiel gegen Italien, dadurch, dass sie bis zur letzten Sekunde dort gekämpft hat, obgleich sie sich eine Niederlage hätte erlauben können, gekämpft hat und damit überhaupt für Tschechien den Einzug in dieses Finale und Semifinale ermöglicht hat. Genau, das sollte die Öffentlichkeit doch unbedingt auch nochmal erfahren. Und davon gibt es beim Favoriten ja durchaus genug. Der Tscheche ist in dieser Hinsicht eher krasser Außenseiter. Und die Schicksalsschläge für Deutschland waren hart. Das Innenband, das Schulter-Eckgelenk, die angerissene Muskelfaser zerrten das ganze Land. Natürlich sind beide Knie betroffen, aber das linke Knie ist schlimmer. Wenn Sie am Tag 4 bis 5 Stunden reden, dann müssen Sie 4 bis 5 Stunden am gleichen Platz am Rednerpult stehen. Das Knie schwillt dann auch wieder an. Ich kann mir überhaupt nichts Anstrengenderes vorstellen. Also der Heilungsprozess ist hervorragend, läuft optimal ab. So ein bisschen was für das operierte Meniskusknie durch Gymnastik tun, muss ich ohnehin ständig. Und wie zur Erinnerung sahen wir rein zufällig in genussvollen 15 Varianten noch einmal die Tugend des Bernd Trautmann, jenes Torhüters, der sich einst im Pokalfinale das Genick schrägte, der trotzdem durchhielt und anschließend einen Pokal gewann. So geht's weiter, Jungs. Heilfleischen für den Erfolg. Die mannschaftliche Disziplin, die deutsche Tugenden haben hier wirklich gegriffen und deshalb ist die Mannschaft auch zurecht ins Finale gekommen, ja. Der unfassbar krasse Außenseiter Tschechien ließ sich indessen bei Hochzeitsfeiern ablichten. Wissen Sie die richtige Antwort auf unsere Frage? Dann können Sie etwas gewinnen. Der dritte Preis ist eines jener Nasenpflaster, die weder gegen Genickbruch noch gegen Ausscheiden schützen. Der zweite Preis ein Lorbeerblatt-Verteilungskursus bei Manfred Kanter. Und der erste Preis, 30 uneingeladene Kamerateams filmen ihre Privathochzeit. Wie war die Frage nochmal? Was entschied die EM 96 in England? Die Knie, die Tugend oder der Tscheche? Und wenn Sie die Antwort nicht wissen, dann brauchen Sie nur wirklich nicht mitzuspielen. Guten Abend. Die Vorbereitungen für die Sommerpause laufen auf Hochtouren. Auch in Bonn. So, und jetzt noch die Zeitschaltuhr einstellen. Fertig. Hey, was machen Sie denn da für ein Quatsch? Verabschieden das Sparpaket. Und tschüss. Oh Gott. Das ist doch bestimmt sozialer Zündstoff. Quatsch, Zündstoff. In so einem Sparpaket sind doch nur Sitze drin. Sprengsätze. Noch ein Durchbruch in der Sozialpolitik. Der Schnupfen wird umgetauft. Genau.
Schnupfen heißt jetzt Rente. So ist sichergestellt, dass die Leute auch noch in 30 Jahren Rente bekommen. Normalerweise ist es so, wenn Norbert Blüm in Bonn vor die Presse tritt und sein Mantra murmelt, dann wissen alle, was jetzt kommt. Die Ente ist sicher. Genau, sagt Guido Westerwelle, die junge Generation lässt sich nicht mehr belügen. Trotzdem behauptet er, dass er mit einer Frau in Urlaub fährt, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls sagt Westerwelle, bei der Rente gibt es jetzt einen neuen Slogan, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Nach 14 Jahren FDP-Regierung gibt es ja auch genug Senioren, die die Hände ausstrecken und hinhalten. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik seit Adenauer sollen die Rentner möglicherweise nicht mehr oder vielleicht sogar weniger bekommen. Das ist jetzt nicht so schlimm, wie es sich anhört, denn durch das Ladenschlussgesetz haben die Rentner ja viel mehr Zeit für einen Preisvergleich. Und auch ansonsten geben sich die Politiker alle Mühe, eine neue Rentneranpissungsformel zu finden und streiten den ganzen Tag darum. Deswegen ist unser Harald Bachel in der U-Bahn unterwegs und fragt die Betroffenen. Fußball ist unser Leben, aber Fußball ist nicht alles und vor allen Dingen, das Leben geht weiter. Morgen beginnt wieder die Arbeitswoche, auch für den, der keine Arbeit hat. Denn wer Arbeit hat, der findet auch eine und wer Arbeit findet, der hat schon welche. Und ich meine, wer will, der kann und wer nicht kann, der will nicht. Und wer nicht will, der kann uns malen, das kann heute schließlich keiner wollen. Und wir merken hier, dass nach den Emotionen des Spieles die Menschen wieder relativ guten Mutes sind. Diese Mitbürger zum Beispiel bereitet sich vor, wir sind junge Menschen. Zahlt noch Rente ein. Wir, wenn es dann mal so weit kommt nach dem Arbeitsleben, wir dann auch mit weniger auskommt. Oder dieser junge deutsche Mitbürger auch durchaus bereit, das zu glauben, was die Politiker sagen. Er ist sozusagen ein moderner Typ, zeitgemäß. Ich würde sagen, es ist der VW-Typ. Der kommt auch bei der kältesten sozialen Härte im wirtschaftlichen Winter durch. Das vermute ich. Das sehe ich Ihnen an, weil Sie strahlen Optimismus aus. Das ist nett von Ihnen, ja. Ja, entschuldigen Sie mal, Sie wollen mich doch jetzt nicht enttäuschen. Ja, wenn man, selbst wenn man einen Anzug trägt, guckt man doch mit einem gewissen Pessimismus, wenn man gerade hier durch den Bahnhof gelaufen ist, auf das, was die Politiker so veranstalten. Begeistert bin ich davon nicht, auch wenn ich einen Sakko trage. Das ist aus Trost, weil du dir da oben eine Schramme geschlagen hast? Das war hier. Unseren Harald Schmidt habe ich entdeckt in Augsburg, wo er an den städtischen Bühnen spielt. You look so beautiful. Der bösartigste Zuschauerbrief war, Schmidt, du alte Drecksau, man sollte dich in einem Mikrowellenherd grillen. Und es hat gewonnen Frau Margot Hanecker oder Hennecker, das kann ich nicht genau nennen, Honecker. Liebe Gäste, bitte macht's ab. Der Telestar Förderpreisträger 1988 ist Harald Schmidt. Im Grunde bin ich, wollte euch immer irgendwie wo rauskommen und sagen, guten Abend, meine Damen und Herren. Süß singt der Engelschor. Gala, ja, du und ich und das deutsche Fernsehen. Hallo, ich habe Post bekommen von zwei Mädchen. Danke. Herzlich willkommen, unsere Zuschauer in der Schweiz und in Österreich. Das ist wehmütig, ne? Sentimental, aber war eine schöne Zeit, aber vorbei. Das waren ja auch sentimental, wenn Sie auf den Gehaltsstreifen guckten dann. Nein, das war okay. Ich muss sagen, ich bin auch vom WDR immer schon sehr gut bezahlt worden, von der ARD insgesamt. Ja, heute nicht. Was machen Sie denn jetzt beruflich zurzeit? Momentan?
mache ich eine sogenannte Late-Night-Sendung in Sat 1. Das ist das, wovon Harald Schmidt vor 2 Jahren in der Zürcher Weltwoche sagte, ich täglich? Nee. Ja, nie, kommt nie für mich in Frage. Wir haben in Deutschland nicht die Gäste. Und ich habe Angst, dass ich verschlissen werde. Also habe ich damals gesagt. Und das beweisen Sie jetzt? Dann fiel mir ein, als ich das Angebot von Fred Kogel bekommen habe, dass das natürlich für den Zeitpunkt, wo ich es gesagt habe, also morgens um 11 Uhr in einem Berliner Straßencafé, wo das Interview stattgefunden hat, okay war. Aber am nächsten Tag, oder genauer gesagt am Nachmittag desselben Tages schon nicht mehr gültig war. Ja, so schnell kann es manchmal gehen. Ne? So, für mich auch. Ich hatte auch eher gehofft, in den Unterlagen eine Stelle zu finden, wo Sie vor 10 Jahren das Gleiche gesagt haben wie jetzt. Dann habe ich Sie kalt erwischt. Das hieße ja Stillstand und das um Gottes Willen. Dann, in Amerika gibt es einen Harald-Schmidt-Imitator, der sagt, der hat mal von Madonna. Ne? Da hat er auch immer Witze drüber gemacht, ja, praktisch. Und dann war Madonna in seiner Show und hat ihm ihre Unterhose überreicht. So, das ist schön. Das ist großartig. Er hat sie angekündigt mit, jetzt kommt eine Persönlichkeit, die mit fast allen wichtigen Persönlichkeiten des Showbusiness geschlafen hat. Ja. Dann kam Madonna raus und hat ihm als kleines Dankeschön ihren Slip in die Hand gedrückt. Sie haben einen Vertrag für 2 Jahre. Welche Unterhosen möchten Sie haben am Ende dieser 2 Jahre? Ich habe eigentlich schon alle, von denen ich hier geträumt habe. Um es schwer zu machen, wird der Mitarbeiter ausgeschlossen. Sie trug keine, als sie bei mir war. Aber das muss in der Andeutung bleiben. Also alles schon, dann können Sie aufhören. Nein, ich möchte jetzt noch den Händedruck und so. Also es sind noch viele Ziele. Es passiert jetzt Restlaftes, dass plötzlich wieder mehr Zuschauer kommen und so. Also es ist noch ein weiter Weg. Wir haben jetzt 120 Sendungen gemacht. Über 400 habe ich einen Vertrag und... Was ein Geld. Ja, das ist viel Geld. Ja. Aber da gewöhnt man sich dran. Wenn ein Gentleman packt dann... Ja gut. Das muss man auch lange trainieren, ne? Ja, das... Super Witz übrigens. Das habe ich früher bei Schmidt-Einander übrigens gemacht und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass das wurde mir sehr übel genommen. Ja. Und dann habe ich das hier weggelassen, ich habe diese Geste weitgehend weggelassen. Und die ist aber nein, die ist noch partiell. Das da. Vereinzelt. Häufig mache ich es so Scholte-artig. Was ist eigentlich dieser Manierismus, dass Sie ständig hochstützen? Das ist ein Minderwertigkeitskomplex von Menschen, die immer größer waren als Ihre Gesprächspartner. Und wirklich? Dann, wie bei Henning Scherfen, merken, scheiße, das ist mal einer, der ist größer als ich. Sie lenken von der Frage ab, wie es denn kommen kann, dass ein Kritiker 1992 schrieb, Harald Schmidt steht in der Tradition von Werner Fink und Hans-Dieter Hüsch. Ja. Haben Sie den schon verklagt? Nein, das ist ja eine große Auszeichnung für mich. Ich meine, Werner Fink war eine Kabarettlegende, Hans-Dieter Hüsch war ein großes Vorbild für mich. Also, Werner Fink ist für seine politischen Witze zur Bewährung an die Front gekommen. Das, die Chance sehe ich jetzt noch nicht bei ihm. Das sind andere Zeiten. Ich meine, man kann mir nicht vorwerfen, dass ich nicht im Dritten Reich Kabarett gemacht habe. Hätten Sie denn? Jetzt wird gelacht. Aber hätten Sie denn? Also ich meine, die Massen, die begeistert sind, die sagen, Harald, mach uns einen deutschen Witz. Ich glaube schon, das wäre, warum nicht der erste Gag in Uniform, das habe ich schon mal, das ist schon gedruckt, deswegen kann ich es risikolos sagen. Ja. Ich hätte nicht garantieren können, dass ich nicht der Reichsspaßmacher gewesen wäre im Olympiastadion. Nur, Führerbefehl, wir lachen so jetzt auch. Nein, das nicht. Ich glaube, dass zum Beispiel der Führer gesagt hat, dann machen wir weg. Das ist doch nicht witzig. Das wäre dann auch, ja noch ein... Häufig ist es ja immer so, dass nie der Verantwortliche sagt, sondern immer sagt, meine Frau sagt, hör mal Schatz, wir sitzen abends kuschelig auf dem Obersalzberg, da kann ich nicht lachen. Weg! Also Eva hätte vielleicht... das nicht gefallen. Sie sagen ja den Leuten, stellt euch nicht so an, ne? Also AIDS-Kacke und Kuhschleife und immer gerne mal einen Witz auf Kosten der Minderheiten, der polnischen Minderheiten vor allem, die sich dann beschweren. Ne? Polen sind doch keine Minderheit. Der Tiefenpsychologe in mir, also sagen wir mal, Herr Drewermann von letzter Woche. Schade, dass du nicht dabei warst in England. Herr Drewermann von letzter Woche lässt die Frage ausrichten, dass verspottete Kinder später gerne spotten. Ja. Ja? Also Mama und Papa haben immer gesagt, Harald, stell dich nicht Nein, so die haben mich sehr gelobt, aber sonst würde ich... Gelobt oder geliebt? Geliebt und gelobt. Müsste es gelobt, sagen. Weil sie lieben. Ja. Es war ein liebendes Loben, aber auch ein lobendes Lieben. Und die haben Sie dann immer gelobt? Wer, meine Eltern? Ja, Sie. Ja, aber auch Vater und Mutter. Und Drewermann selber, ich hat bin sie dankbar, nie gelobt, dass er diese Glücksformel aus dem Handbuch der Psychologie losgewonnen hat. Ich würde eher sagen, der Herr freut sich mehr über einen neuen Pulli, als über 2 oder 3 klare Auskünfte. Super Witz. Super Witz, das kann man... Sie sind dann noch als Belgier geführt, das klären wir später. Nein. Warum wir so brillant vorbereitet sind, Schnauze, das ist klärt falsch in jetzt Munzinger schon wieder Michael Meuth. Zunächst die 39. Spielminute. Schmidt kommt langsam in Ballbesitz, ja, aber dann Handspiel, Freistoß. Dann die 39. Spielminute. Küppersbusch führt den Strafstoß aus, täuscht an, bleibt aber im Ballbesitz. Schließlich folgende Szene in der 39. Spielminute. Küppersbusch, Vorlage mit Salzstangen, langer Pass. Schmidt nimmt an und passt. Jawohl. Doch dann kurz danach die 39. Spielminute. Küppersbusch greift sich ans Ohr und zieht durch. Wunderbar.
39. Spielminute, die entscheidende Szene. Schmidt kommt nach vorne, greift an, Salzstange und verwandelt souverän. Doch dann die 39. Spielminute. Küppersbusch täuscht, greift zu und nein, Orangensaft, keine gelbe Karte. Doch dann die 39. Spielminute. Schmidt hält jetzt die Salzstange lange im eigenen Mund, spielt auf Zeit und deckt den Raum. Dann die 39. Spielminute. Schmidt noch völlig ahnungslos, Küppersbusch hochkonzentriert und dann das Tor. Das schauen wir uns nochmal in Zeitlupe an. Ja, große Freude bei der deutschen Mannschaft. Doch schließlich die 39. Spielminute. Tor! An Wembley. Bierhoff! Das war's. Die 39. Spielminute hat es entschieden. Deutschland ist Europameister. Ein Wembley-Tor. Wie doof. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei diesem launigen Ansatz fällt mir natürlich gerade ein, dass ich in den letzten Wochen immer wieder gefragt worden bin, hört mal ihr dabei, zack, ihr seid in den letzten 4 Wochen 3-mal ausgefallen. Liegt das an euren irrebissigen politischen Inhalten? Das ist eine saublöde Frage, weil eine Sendung, die ausfällt, hat natürlich gar keinen politischen Inhalt. Jetzt machen wir es mal richtig und fallen 3 Monate aus und kommen erst nach 3 Monaten wieder, damit sie alle zu mir einmal sagen, Schatzi, du kommst zu spät. Das hört man auch nicht jeden Tag. Und diese Herrschaften hier, hi ihr Süßen, gehen dann in eine ABM-Maßnahme, nämlich müssen diese 3 Monate lang ihre Anrufe entgegennehmen zu der Frage, wie soll diese Sendung heißen, wenn wir wiederkommen unter dieser Nummer? War das unkompliziert? Wie soll diese Sendung, zack, mit guten Onkel und lustige Filme und Interview und so, wie soll die heißen, wenn wir ungefähr Ende September, Anfang Oktober wiederkommen? Rufen Sie an, am Ende der Sendung sammeln wir Ihre Vorschläge und zahlen kein Honorar. Ist das klar? Das ist klar. Danke. Traubenzucker, und damit wechseln wir das Thema, Traubenzucker hat die Junge Union auf einem Flugblatt zur Drogenproblematik an junge Menschen in Diskos verteilt. Traubenzucker hilft auch mal eine Nacht durch zu raven. Ja? Das wird junge Menschen ansprechen, sagen wir mal junge Menschen vom Schlage Manfred Kanters. Auch die Jusos sind drogenpolitisch voll auf Rotbäckchen und überhaupt. Mit solchen Nummern haben es Deutschlands politische Jugendorganisationen verstanden, in den letzten 10 Jahren ihre Mitgliedschaft zu halbieren. Die Jugendorganisationen selber auch ein bisschen überaltert, die leisten nicht nur einen Beitrag zur Rentenfrage, die sind selber eine Rentenfrage. Und meistens sind die Jungs um 35, sind meistens Männer, ganz wenig Ossis. Kurz, wenn sie sich gegenseitig noch ein Muster ins Gesicht schneiden würden, könnten sie auch als Burschenschaft durchgehen. Das wollen Wolfgang Reimann und Dieter Winkler so nicht dulden und machen eine Werbekampagne für politische Jugendorganisationen. Ab dafür. Neulich hat mich ein Freund gefragt, warum ich in der CDU bin. Keine Ahnung, habe ich geantwortet. Ich bin schon immer in der CDU. Mein Freund ist nicht in der CDU. Ich schon. Warum seid ihr nicht auch in der CDU? Einfach so. Ich habe früher viel geklebt. Ich habe gearbeitet, geklebt. Und heute kriege ich auch mein Geld dafür. Kriegen Sie? Ja, ich bekomme sehr gutes Geld. Ach, das ist Sie, der das Geld bekommt. Ich bin der Rentner. Ja, ja, Sie kriegen das Geld und die anderen, wenn ich einzahle, Sie kriegen ja mein Geld, das wissen Sie ja. Ja, ich arbeite ja auch noch. Aber Sie... Ich habe 46 Jahre Arbeit. Ja, das Geld, was Sie eingezahlt haben, das ist ja längst verpulvert. Nö, hat der Staat kassiert von mir. Ja, und jetzt leben Sie im Augenblick von dem, was ich einzahle. Das ist mir aber egal. Ich verdiene das ist Ihnen egal, aber das ist mir nicht egal. Ja, aber ich verdiene meine 2.200 Mark und 46 Pfennig. Sie kümmern sich ja nicht darum, wenn ich mal so weit bin wie Sie, wer dann für mich zahlt. Darum habe ich ja gesagt, die Jugend hat es heute schlimmer. Er meint, Sie müssen ja einzahlen, damit ich die Rente bekomme. Ja, klar. Und wer dann für Sie einzahlt, davon sprechen wir erstmal nicht. Wichtig ist, dass Sie tatsächlich das einhalten, dass ich mich darauf verlassen kann, dass ich die Rente bekomme, die Sie einzahlen. Kann man uns darauf einigen? Ja, also ich meine... Ja, wie? Entweder oder? Ja, sonst könnte der Staat ja nicht funktionieren, oder? Also machen wir es. Ja. Sie zahlen es. Ja. Da wissen Sie, was hier in 5 oder 10 Jahren passiert? Weiß keiner. Nicht weiß überhaupt keiner. Ich weiß nur, dass ich gut leben kann. Ich noch. Das sind doch alle. Das ist übrigens öffentlich-rechtliche Late Night hier. Gefällt mir. Das ist, glaube ich, noch aus der Besatzungszeit. Der würde aber, wenn es hieß, wir brauchen einen alten Schreibtisch in der öffentlich-rechtlichen Late Night, nicht der alte hingestellt, sondern ein neuer gekauft und auf alt gemacht. Ja. Ja, aber ganz preisgünstig. Beim Bekannten des Beauftragten fürs Beschaffungswesen. Bei einer Fremdfirma. Es würde nach außen vergeben werden. Kriegen Sie da was für so blöde Werbung zu laufen? Ist das nicht peinlich? Nein, für Zack mache ich es gerne. Ich hatte ein Angebot für Ulsport, aber ich habe bei Kali Feldkamp festgestellt, dass es doch ein bisschen die Blutzufuhr zum Gehirn abdrücken kann. Und deswegen mache ich lieber für Zack. Das sind doch alles nur Fragen, ob wir uns noch Porzellan für einen Zahnersatz leisten können.
Da hat Schmidt mal gesagt, zur sozialen Lage in Deutschland. Habe ich mal gesagt? Ja. Distanziere mich heute davon. Das finde ich gut. Was soll der Satz bedeuten? Dann habe ich nämlich keine Anschlussfrage. Soll heißen, uns geht's doch viel zu gut. Nein, ich meine, das behaupte ich auch, wenn es gewünscht wird. Aber, das, ja, können Sie das mal gerade behaupten? Ja. Dann stimmt die Interviewtechnik wieder. Ich würde sagen, es ging uns schon mal schlechter, aber es geht uns im weltweiten Vergleich, Herr Küppersbusch. Und das ist doch, wo wir heute Europameister geworden sind, die Frage. Im weltweiten Vergleich, Herr Küppersbusch, geht es uns nicht schlecht. Sie haben doch auch ein Haus. Hm? Und dieses Genörgel um die Frage, Meißner Porzellan, was Sie nicht, gar nicht gesagt haben, aber ich hack da jetzt mal nach, diese Lamoyanz der Deutschen hat Sie praktisch gezwungen, ins Ausland zu gehen. Sie konnten das nicht mehr mit anhören. Ich war im Ausland, ja, wie war's? Habe dann festgestellt, Moment, du bist ein Vorbild. Du bist eine Art Eilt des Showgeschäfts. Du gehst da dahin, Sie wo da nicht zu hoch, Herr Schmidt. Du stellst Träume zu. Ja. Und ich bin wieder zurückgekommen, zahle hier meine Steuern und bin von Theo Weigel, da bin ich sehr stolz drauf, mit einem persönlichen Begrüßungsschreiben wieder hier willkommen geheißen worden. Als Sie mit Late Night angefangen haben, haben Sie uns versprochen, es muss in Deutschland wieder möglich sein, Witze über Juden zu machen. Jetzt warte ich natürlich. Ja, ich auch. Und, trauen Sie nicht? Mir ist noch keiner eingefallen. Also, ich hatte zunächst, also Kandidat war Michel Friedmann. Ja, aber Michel Friedmann ist ja für mich in erster Linie ein ungeheurer attraktiver Mann. Sehr viele intellektuelle Frauen sind begeistert von Michel Friedmann. Aber jetzt Sie als intellektuelle Frau. Moment. Und ich als jemand, der sage, wie kann ich die intellektuelle Frau spätabends, wenn sie die Beine hochlegt, noch unterhalten? Ich sage mir natürlich, da muss ich abwarten, denn Michel Friedmann ist in so vielen Funktion unterwegs, auch als Mitglied, glaube ich, im CDU-Präsidium und so weiter, wo er sich sehr kritisch gegenüber dem Parteivorsitzenden kürzlich geäußert hat. Das, also, jetzt, das muss passen. War jetzt fast so, äußerlich sah es aus wie eine Antwort. Also wann trauen Sie sich da nur ran? Oder war es große Schnauze? Die Frage ist falsch gestellt, Herr Küppersbusch, jetzt hören Sie doch mal auf, nicht? Das habe ich übrigens kürzlich mal gesehen in einem Interview des Bundeskanzlers hier. Wie der die Fragen Nein, der redet einfach durch. Das heißt, Herr Brender und der scharfe Siegmund vom Bayerischen Rundfunk. Und er hat einfach durchgeredet, das wissen Sie so gut wie ich. Die Lebenserwartung ist heute 10-mal so hoch wie damals, als Bismarck die Renten gemacht hat. Und die beiden anderen saßen nur noch so da. Und so stelle ich mir ein Interview vor. Nicht ja, diese, Sie haben mal gesagt, Herr Kipper, das ist falsch, Herr Schmidt, das ist falsch. Sie haben vorher gesagt, Sie stellen Sie ein Interview so vor, dass sowieso alles abgequatscht wird, ne? Überhaupt das nicht. Muss, you have to bring something to the party, right. Sagt David Harald Letterman. Let me put it this way, Larry. Nein, es ist nicht abgekartet, aber dass ich zum Beispiel drei Themen präsentiert kriege, in denen ich mich lustig darstelle. Ja. Muss ich nicht haben. Wir können auch seriös reden. Eine Frage, jetzt mal ein ganz anderes Thema anzuschneiden. Ja, gerne. Wann kommt denn der Judenwitz? Das ist ja eine sehr, sehr... schwierige Frage. Nein, eine sehr differenzierte Frage. Nie im Leben würde ich einen Judenwitz machen. Ach was? Es ist haben Sie doch vorher versprochen. Es ist ein Unterschied, ob ich einen Witz mache über einen Menschen, der, so wie andere katholisch oder evangelisch sind, mosaischen Glaubens ist, wie die offizielle Formulierung ich heißt. Ich glaube, halt, jetzt wäre... Don't touch jetzt wär, your guest, honey. Wenn Al Pacino sagt, in Duft der Frauen, touch me once again, and I kill you. Ich hatte jetzt nur gerade die Sorge, Herr Küppersbusch, hören Sie doch auf, das wissen Sie so gut wie ich, dass die Lebenserwartung heute höher ist, aber nicht für Sie. Ich hatte gerade die Sorge, dass er eine intelligente Antwort gibt, und da gibt es für uns nur eine Lösung. Bevor das passiert, schalte ich zur Werbung. Jetzt muss ich so machen. I love your show, honey. Hier drinnen musst du zeigen, was in dir steckt. In jedem Kreisverband warten andere Herausforderungen. Oft glaubst du, die Langeweile nicht mehr auszuhalten. Aber du reißt dich zusammen und machst weiter. Denn du bist dabei. Und das lohnt sich, weil du dabei bist. Bei der Ochsentour 96. Berlins neuer Innensenator Jörg Schönbohm sieht immer ein bisschen so aus, frisurtechnisch, als sei ihm bei der Bundeswehr der Helm angewachsen. Ist ein schlechter Witz, aber eine gute Kurzbiografie, loben sogar seine Fans den ersten Ex-General in einer deutschen Landesregierung. Er trägt den Waffenrock mit Leidenschaft, schrieb eine Zeitung. Und gerade Berlin ist ja eine Stadt, in der Männer abends in vielen Clubs noch viel verrücktere Sachen machen. Der neue Polizeichef ist er ja auch als Innensenator, hat gesagt, ich komme auch nach Berlin. Und zwar habe ich ein Seegrundstück vor den Toren Berlins. Die Toren Berlins können das nicht mehr hören. Sie sagen nämlich, nee, wir sind nicht die Toren Berlins, wir sind Kleinmachnow. Auch wenn das jeden Tag weniger wird, denn mehr als zwei Drittel der Gemeinde werden inzwischen von Wessis Altansprüche, Restansprüche, Enteignungen, wie und was auch beansprucht. Jetzt sind die Kleinmachnower sauer und staunen, wer da so alles aus dem Westen kommt und zeigen Marion Försching den Schönbohm und noch eine andere Art von Hausbesetzern. Es ist schön in Kleinmachnow, Idylle Ost, kurz vor Berlin-West. Seit der Wende schauen sich hier immer mehr Wessis nach einem netten Häuschen um. Auch Finanzminister Weigel soll schon da gewesen sein. Viel Grün, viel Grund. Und bis ins Hauptstadtzentrum sind es 30 Minuten. War ja früher das Schlafzimmer Berlins hier, Kleinmachnow, nicht?
Seit ein paar Wochen übernachten in Kleinmachnow Hausbesetzer. Ein ungewohntes Bild für die Nachbarn. 6 Jahre lang stand das Häuschen leer, sollte verrotten. Die neuen Mieter, sie haben sich ganz gezielt hier eingenistet. Wir haben das Haus hier besetzt, also erstmal, weil hier der Insenate von Berlin ansässig ist, der General Schönblöd, der Ex-General. Und der hat halt in Berlin in letzter Zeit 7 besetzte Häuser träumen lassen, zum Teil illegal. Und darauf wollten wir mal aufmerksam machen mit dieser Aktion. General Schönblöd heißt eigentlich Schönbohm, ist Innensenator in Berlin und stolzer Besitzer dieser frisch sanierten 30er-Jahre-Villa in Kleinmachnow. In Berlin kann er die ungeliebten Hausbesetzer bekämpfen. An seinem Wohnort kann er sie nur beobachten. Die Hausbesetzer haben bisher ja gesagt, sie wollen mir ans Fell gehen. Es hat hier in Berlin Plakate gegeben, wo dann drauf steht: Schönbohm, dein Haus ist das nächste, was wir räumen, und dieser Art. Und wollen wir mal abwarten. Auch die Besetzer warten auf ihre Räumung. Nach anfänglicher Duldung hat der Eigentümer Strafanzeige gestellt. Doch bis dahin protestieren sie weiter gegen Schönbohm und die Situation in Kleinmachnow. Denn nirgendwo sonst im Osten haben die Bürger so viel Angst wie in dieser Gemeinde. In Kleinmachnow außerdem sind halt 80% der Bevölkerung vom Rückübertragung, das heißt vom Rauschmiss, bedroht. Sie werden aus ihren Häusern geschmissen. Und ja, das wollten wir halt auch mal ein bisschen öffentlich machen damit. Viele Häuser gehören Wessis und werden abgerissen. Mit dem Bau moderner Großvillen will man zahlungskräftige Berliner nach Kleinmachnow locken. Die 1300 Wohnungssuchenden vor Ort werden dort wohl kaum einziehen können. Und deshalb mag man die Berliner Besetzer. Wir finden es schon gut. Wobei vielleicht die Kleinmachnower das hätten selber machen sollen. Ne? Das ist zwar illegal, aber wenn die Häuser leer stehen, ja, und sie werden vorübergehend besetzt, bis eine richtige Lösung gefunden wird, finde ich das normal. Ja. Wenn Häuser jahrelang leer stehen, dann sollen sie bewohnt werden. Mit Gewalt. Ich habe schon viele Kunden hier gehabt von den jungen Leuten, die dort jetzt wohnen. Sind nett. Kann man nicht anders sagen. Bisschen verrückt, aber sehr ordentlich. In Berlin wären sie nach spätestens 2 Stunden rausgeflogen. In Kleinmachnow hilft man den illegalen Mietern. Wir kommen halt öfter vorbei, winken uns zu und fragen halt, ob wir noch irgendwie Hilfe brauchen können oder ob wir noch irgendwelche Sachen sie brauchen können. Bringen uns Matratzen vorbei. Wir haben ihnen halt hoffentlich gezeigt, dass man sich auch anders wehren kann, dass man nicht einfach sich vertreiben lässt, sondern dass es auch andere Möglichkeiten gibt, um seinen Wohnraum halt mal zu behalten. So. Wir hoffen, dass wir einen kleinen Ansporn gegeben haben mit dieser Sache. Die vermissen uns bestimmt auch, wenn wir nicht mehr hier sind. Ein paar Kleinigkeiten gibt es natürlich auch auszusetzen. Bei großen Phonenstärken, wenn also Techno-Musik gemacht wird, dann hört das natürlich auch die nächste Nachbarschaft. Die ist nicht mehr sehr erfreut davon. Das sind vielleicht eher Anhänger der klassischen Musik, wie ich auch. Die Hausbesetzer machen Spaziergänge an meinem Haus vorbei und prüfen immer, ob ich da bin, und singen nachts auch mal vorm Haus. Unschön. Sollten das Ding noch etwas besser können als das, was ich bisher gehört habe. Es kann sein, dass irgendwelche Leute aus Berlin den mal besuchen. Klar, er baut ja auch ziemlich viel Mist in Berlin. Das ist nicht verwunderlich, dass er mal öfter besucht wird. Aber von uns ging das eigentlich nicht aus. Vielleicht sollte man sich einfach mal aussprechen, so von Nachbar zu Nachbar. Nein, die haben mich auch nicht eingeladen, nicht? Wir würden uns ja mal wirklich sehr freuen, wenn er mal vorbeikommen würde. Könnten wir mal zum Kaffee einladen, so. Dann vielleicht schon in einem anderen Haus. Mehr als 50 stehen ja noch leer. Und wie schon gesagt, es ist schön in Kleinmachnow. Mal gucken, ob wir ein anderes Häuschen suchen. Es gibt ja genug hier in Kleinmachnow. Dann schauen wir halt mal. Ich möchte ja mein Flugticket nach China zurückgeben. Ausgezeichnet. Sie möchten also zurücktreten. Ich? Zurücktreten? Niemals! Tja, dann gibt's nur noch eine Möglichkeit. Sie fliegen... Nach China? Nein, du Schwachkopf, nach der nächsten Kabinettsumbildung. Ihr Eindruck von der Party gegen Tschechien, Berti Kohls. Die sind doch selber schuld, diese Tscheche. Hätten sie sich halt vorher entschuldigt. Jetzt haben wir sie vertrieben. Und Ihre Mannschaftsaufstellung für den politischen Herbst? Brauche ich nicht, Herr Wickert, mache ich allein. Merkwürdig. Ist das der Teamgeist dieser EM? Na, selbstverständlich. Das habe ich doch immer gesagt. Der Star ist die Mannschaft. Ich. Hahaha.
Der Bundestag gibt nicht die Meinung des deutschen Volkes wieder, poltert die chinesische Führung. Na also, das ist doch schon mal eine Gemeinsamkeit zwischen Bonn und Peking. Denn zwischenzeitlich sah es ja übel aus. Der Menschenrechtsveteran Graf Lambsdorff hatte sich empört, dass China 2,5 Millionen Tibeter daran hindert, Lebensversicherung bei deutschen Versicherungsgesellschaften abzuschließen. Und auch Armeemaskottchen Kohl, immer für ein Foto gut, hatte die chinesische Führung kritisiert. Jetzt kippt das Ganze, man stellt sich endlich ein bisschen auf den anderen Kulturkreis ein. Außenminister Kinkel wird im Kabinett schon nur noch mit Stäbchen angefasst. Und Kinkel selber kann das auch alles gar nicht begreifen, dass es eine so starke Reaktion auf eine Menschenrechtsresolution gegeben hat. Kinkel sagt, ja Mensch, die in der Türkei, die lachen da immer nur drüber. So ändern sich die Zeiten. Udo und Philine fragen, was heißt Witz auf Chinesisch? E Ling. Wer kennt die Situation nicht? Man will mal so richtig gegen China protestieren und weiß nicht wie. Einladungen und Ausladungen sind die Folge. Das muss nicht sein. Der China-Knigge. Protestieren ohne zu provozieren. Immer bedenken, in China sind die Sitten vielfach anders. Dies respektiert, lässt sich trotzdem trefflich zu Hause protestieren. Ein beherzter Boykott chinesischer Produkte ist immer ein probates Mittel. Aber nicht gleich in die Tonne damit. Unterkühlte Beziehungen lassen sich leicht und befriedigend auch folgenloser herstellen. Auf chinesische Fächer zum Beispiel kann man problemlos ganz verzichten. Fächer aus einheimischer Produktion tun es protesthalber auch. Protest bei Freunden. Besonders heikel, China-kritisch Flagge zeigen bei Einladungen. Natürlich ist die Ming-Vase im Flur des Gastgebers politisch nicht korrekt. Trotzdem dürfte das Verhalten dieses Gastes als taktlos empfunden werden. Eine weitaus delikatere Note bekommt der Protest gegen die Unrechtsvase in einem geeigneten Augenblick. In diesem Beispiel überzeugt der Gast durch Entschlossenheit und Diskretion. Protest beim Chinesen. Hier ist diplomatisches Geschick gefragt. Merkel, Menschenrechte beim Chinesen niemals direkt ansprechen. Was mit Tibet und so? Auf die Frage, hat es geschmeckt, wartet man dann meist vergeblich. Ein selbstgebackener Glückskeks dagegen, im rechten Augenblick überreicht, hilft beiden, das Gesicht zu wahren. Für längere Petitionen dürfen es auch mal größere Backwaren sein. Völlig falsch wäre allerdings, die wirtschaftlichen Beziehungen zum Chinesen ganz abzubrechen, denn wir müssen jetzt alles tun, auf beiden Seiten, dass wir keine ernsthafte Gefährdung der Beziehung bekommen. Und innenpolitische Spielereien und Profilierungsturnübungen sollten unterbleiben. Die haben geschadet und schaden auch weiter. Daher ist es wohl am besten, auf bewährte Protestformen zurückzugreifen, die schließlich schon mal erfolgreich waren. Was meinen Sie? 10 Jahre haben wir hier einen Bürgerkrieg. Warum meinen Sie das? Was dazu zu sagen habe, ja. Bitte? Warum meinen Sie das? Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe, ja. Aber warum meinen Sie? Da sind, werden ganz düstere Prognosen aufgestellt, dass hier die soziale Härte tobt. Denn wie sieht es hier aus? Im gesamtgeistigen Archipel Oggersheim, Armut und Elend hocken apathisch in den Ecken oder rotten sich zusammen und brechen bei den Reichen ein. Das sind Auszubildende, ausgelaufene ABM-Maßnahmen, Asylbewerber, immerhin Menschen einer 1A-Kategorie, die konzentrieren sich beim Fußballspiel vor den Fernsehapparaten, die ziehen sich hinterher Horrorvideos rein, um sich damit geistig, moralisch auf die kommenden Auseinandersetzungen vorzubereiten. Alles glotzt, nichts passiert. Der kleine Mann wird angeschmiert. Frühe Kinkel, Weigel, Kohl, da riecht man nur im Alkohol, durch die Herzen, durch die Hirne, Bürgerkrieg, wie es der junge Mensch eben gesagt hat, tief in der Birne. Und ich denke, da muss man irgendwie ansetzen, da muss man irgendwas machen, da muss man fragen, ob da nicht doch Hoffnung ist, ob da nicht bei Menschen wie ihm hier, dass er sagt, ja, ich will die Zukunft packen, oder er hier, dass sie sagen, ja, klar, die Rente, die wird nicht kommen, ich werde zwar einbezahlen, ich könnte da meinen Rentenbeitrag direkt beim Hütchenspieler aus Albanien abgeben, da habe ich mehr Gewinnchancen. Und er sagt mir ehrlich und fröhlich ins Gesicht, dass er mich bescheißen will und nicht so verquält wie die Politiker. Aber er weiß, das Leben geht weiter, nicht wahr? So ist es doch. Sie haben recht.
bin absolut sicher, dass es schief geht, wenn ich jetzt sage, wir schalten jetzt nach London in die Katakomben des Wembley-Stadions zu unseren beiden Spielbeobachtern Matthias Berninger und Karel Gott. Guten Abend. Hi. Guten Abend. Klasse. Guten Abend. Die goldene Stimme aus Prag ist heiser? Nein, nein, nicht heiser. Ich bin ganz ruhiger Fan. Ganz ruhiger Fan? Ja, ganz ruhiger Fußballfan. Wer, wenn nicht Sie, Herr Gott, soll singen im Stadion? Nein, nur mein Herz schlägt laut. Ja, mit unserer Mannschaft. Ja, wie ist es Ihnen ergangen während des Spiels, während dieses grausamen Golden Goals? Grausamen, wenn was? Grausamen Golden Goals. Ja. Ist fit, der Karel. Hören Sie mich richtig? Ja. Ich höre Sie sehr gut. Wissen Sie, ich bin zum ersten Mal, erlebe ich etwas hier auf dem goldenen Rasen, sogenannten goldenen Rasen, gerade wenn unsere Mannschaft das geschafft hat, mit der deutschen Mannschaft im Finale zu kommen. Und das ist für mich so ein Erlebnis, weil irgendwie zu beiden Mannschaften habe ich schon eine Beziehung. Ich als Tscheche, mein Herz klopft für meine Mannschaft natürlich, aber wie Sie wissen, ich habe auch die Hymne für BVB, ein Saisonlied gesungen, Schwarz-Gelb, Biene Maja. Und irgendwie weiß ich, wenn das Spiel gut ist und die beiden Mannschaften sind fair und wir sind beide, ob Meister oder Vizemeister, es ist egal, wir haben das geschafft, im Finale zu sein. Ich bin so stolz und ich freue mich trotzdem, dass wir leider Witzer sind. Aber ja, herzlichen Glückwunsch. Ein großer Beitrag zur Völkerfreundschaft. Herr Berninger, ich glaube, das ist auch Ihr Motiv, warum Sie sich für dieses Spiel interessiert haben, als jüngster Abgeordneter des Bundestages. Ah, es gibt zwei Motive. Das eine Motiv ist natürlich Fußball, aber wir haben, das stimmt schon, den Fußball ziemlich gut nutzen können in der letzten Woche, weil klar, das Thema Deutschland und Tschechien und die Beziehung ist ja in Bonn ziemlich auf der Tagesordnung. Es wird Monate und Jahre über irgendwelche Verständigungsverträge diskutiert. Und die jüngeren Abgeordneten... Entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche. Erwarten Sie, dass die CSU ihre Forderung, die Tschechei möge sich entschuldigen, nach diesem Spiel zurückzieht? Ich weiß das nicht, ob das passiert. Also da ist sowohl die CSU auch als das Außenministerium ziemlich zögerlich. Aber was die jüngeren Abgeordneten versucht haben, war einfach ein Teil dieser deutsch-tschechischen Beziehung endlich mal befriedigen und gut zu lösen, das ist eben der Jugendaustausch. Ich glaube, was die CSU macht, da habe ich nicht so einen großen Einfluss drauf. Hätte ich aber manchmal ganz gern. Können Sie denn, um diesem Antrag den nötigen Druck zu geben, sich jetzt mal spontan mit Karel Gott versöhnen? Das kann ich tun, aber ich glaube, da gab es irgendwie keinen Streit. Herrlich. Großartig. Und was machen Sie jetzt noch? Trinken London leer? Alle beide? Ne, ich fahre nach Oxford. Ich komme eigentlich aus Oxford und bin dann irgendwie, habe gerade noch die Chance gekriegt, hierher zu fahren. Und dann werde ich Oxford leer trinken, das schon, ja. Okay, und Karel Gott, sehen Sie die Mannschaft noch? Und eine Frage, warum haben Sie vor dem Spiel nicht die tschechische Nationalhymne gesungen? So wurde das entschieden und ich glaube, das ist im Moment unsere beste Opernsängerin. Es ist schon richtig, dass sie gesungen hat, aber unsere Seite, unsere Tribüne hat so gesungen, dass ich sowieso die Sängerin nicht gehört habe. Okay, ich danke Ihnen für die Mühe. Ich hoffe, Sie kommen da irgendwie noch gut raus und wünsche noch einen schönen Abend im Wembley, schönen Feier. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ich weiß jetzt nicht, wie ich von Karel Gott auf Rentner komme, aber ich versuche es einfach mal. Die Jugend dankt der älteren Generation, das ist so Brauch in der Bundesrepublik, die Jugend dankt der älteren Generation und sagt, ihr habt den Sozialstaat aufgebaut. Schämt euch. Weil das ist im Eimer, das Geld ist alle, der Generationenvertrag kracht und Theo Weigel hat noch einen letzten Tipp, Rente sich, wer kann. Weil sonst gibt es eigentlich nichts mehr. Drumherum, die Politiker empfehlen schon, man soll bei seiner Altersversorgung künftig eher auf die Bank vertrauen. Nur im Stadtpark ist auch nicht längst mehr jede Bank frei. Diese Gedanken alle haben Heinrich Pachel bewogen zu sagen, vielleicht bietet mir ja ein junger Mensch in der U-Bahn Platz an. Heinrich, wie sieht's aus? Wenn man die Rentenkassen nicht ewig beklaut hätten, dann wären wir alle Millionäre geworden. Jetzt frage ich Sie mal, was daraus folgert, wenn man die Rentenkassen nicht dauernd beklaut hätte. Normalerweise kommt doch jemand, der was klaut, wird doch verhaftet. Ja, warum verhaftet man diese Leute nicht? Genau man das. Hat doch den zum Beispiel den Manager von der Vulkanwerft deswegen verhaftet, weil man ihn verdächtigt, Gelder, die für die Ostwerften bestimmt sind, einem anderen Zweck zugeführt zu haben. Ne? Ja, dann sagen Sie das mal bitte Herrn Kuhn oder Herrn Weigelt. Ja, sagen Sie es ihm mal, warum soll ich es Ihnen denn sagen? Immer der andere, warum soll ich es ihm sagen? Küppersbusch, sagst du ihn doch, Kollege Küppersbusch, sag du doch dem Norbert Blüm. Was soll er ihm sagen?
dass er die Finger von der Rentenkasse lassen soll. Dass er die Finger von der Rentenkasse lassen soll, sollst du ihm sagen. Sie haben es ja schon vor 20.000 Sozialdemokraten getrieben, habe ich gelesen, in der Westfalenhalle. Ja. Also Sie schrecken vor gar nichts mehr zurück. Wie war das? Es war großartig. War ein historischer Tag. Es war eine Wahlkampfveranstaltung der SPD zur, ich weiß nicht mehr genau, Landes- oder Bundestagswahl. Auf jeden Fall war es nach dem Attentat auf Oskar Lafontaine. Und ich stand Haben die gesagt, jetzt stellen wir den Schmidt dahin. Nein, das war schon vorher vereinbart. Ich stand vorne auf der Bühne und dann sah ich die gesamte SPD-Spitze, habe auch noch kurz Willy Brandt da die Hand geben dürfen, die gesamte SPD-Spitze durch die Westfalenhalle nach vorne kommen, alle kreidebleich, umgeben von Sicherheitsbeamten. Und ich stand dann so hinterm Vorhang, habe gewartet, bis ich wieder dran war. Und ich sah, wie oben so Hans-Jochen Vogel gesprochen hat. Richtig emotional. Große Fans. Ja, und hinter ihm saßen, ich glaube, Rau und Clement und haben nach unten zu Friedhelm Fartmann und so weiter so Zeichen gegeben, wie früher in der Schule. So. Und er war, on the target thing. Und die unten haben auch geklatscht, aber die hinten haben so Zeichen gegeben. Und das war 20.000 SPD-Mitglieder in der Westfalenhalle. Und warum haben sie das nur gemacht? Warum ich das gemacht habe? Ich habe mal in einem Interview, davon distanziere ich mich heute, die Geschichte hat ein anderes Blatt aufgeschlagen, Herr Küppersbusch. Ich habe gesagt, weil ich mal in der Westfalenhalle auftreten wollte. Also. Das stimmte damals und es stimmt auch heute noch. Fällt mir jetzt ein, wo ich mich gerade distanzieren wollte. Ja. Und ist das, je mehr Leute, desto geiler oder geht es auch schon bei kleinen Massen bei Ihnen ab? Mittlerweile, um den Geilheitsfaktor zu retten, muss ich mich wieder an kleinere Massen gewöhnen. Aber früher mal, als ich ein Star war, ging es wirklich, je mehr Leute, desto geiler. Mittlerweile, ich sage, Hauptsache überhaupt noch Leute. Die Bunte, das ist, wer es nicht kennt, so ein Verfassungsschutzorgan eigentlich. Sind Sie nicht mal für Bunte gerudert? In so einem Foto, wo Sie in einem Ruderboot. Der Fotograf wollte immer, dass ich reinfalle. Aber was die nicht gemacht haben. Was so was Schräges, ja. Sie wissen das. Ich habe das früher übrigens auch gemacht mit Ruderbooten und so. Mache ich heute nicht mehr. Ja, machen Sie nicht mehr. Ja, also man weiß ja sehr wenig über Ihr Privatleben und Ihre Kinder, aber man tröstet sich damit, Sie wissen darüber ja noch weniger. Super Witz. Die Frage mit der Bunte war, dass die Ende September Daumen drücken. Sind Sie echt verheiratet? Aber es ist ganz langweilig, zwei Kinder mit der gleichen Frau, ist ja blöd, ne? Und die Frage mit der Bunte ist, dass die Klassenkameradin von Ihnen ausgegraben hat, was sie bei mir nicht gemacht hat. Und die Klassenkameraden haben gesagt, Harald Schmidt hat schon als Kind immer bei den Nachbarn in den Garten gekackt. Nicht unterbrochen. Stimmt das? Da muss ich sagen, das ist möglich. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja. Das finde ich auch uninteressant. Interessant ist, dass Claudia Castro, 32, das ist die Zeugin der Bunten. Ja, mit dem Italiener verheiratet. Ich wusste erst nicht, wer Claudia Castro ist. Das diskriminiert sie noch nicht alleine. Nein. Nein, sie war auch noch blond. Und sie hieß irgendwie Claudia Anders und ist schon immer mit Italienern rumgezogen. Damals in Nürtingen, auch sogar mit Sizilianern. Man merkt Wobei nichts gegen euch habe. Super, ich bin ein Fan. Und hat die mal Bemerkungen über ihre Pickel gemacht oder woher kommt jetzt der Druck? Nein, die Frage ist in Wirklichkeit, dass sie danach gesagt hat, sie weiß nicht, ob das mit dem in Nachbarsgarten, ob das Rache oder Spaß gewesen wäre. Kann das nicht das Motto ihrer ganzen Karriere sein? Das ist für mich zu hochgegriffen. Ich glaube, ich wollte Claudia imponieren. Ja, hätte gereicht. Ich wollte Claudia imponieren und habe gedacht, Blumen bringt jeder, kack mal in den Garten. Also das heißt, dass Sie heute den Menschen in den Garten kacken, das ist, Sie wollen den Weibern imponieren. Super psychologisch rausgeholt, ha? Drehwermann, ne? Gut, ne? Ganz schön schlauer. Danke. Schönen Dank für das, was eigentlich ein Gespräch werden sollte. No Future sangen Sie vor 20 Jahren. Und man kann sagen, Sie haben recht behalten, weil heute sehen sie auch so aus, die Sex Pistols sind wieder da und jetzt zerreißen sich natürlich die Feuilletons in der Luft. Wie kann man denn No Future sagen und 20 Jahre später eine Abgreiftournee machen, die mehr Tourneedaten hat als die ganze Karriere damals? Also Verrat an der schlechten Sache des Punks und überhaupt und so. Die Sex Pistols selber geben darauf die einzig gültige Antwort und sagen, gibt's irgendwas, was noch egaler ist als unser Comeback? Nee, doch, sagt Tom Teunissen. Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir möchten Sie recht herzlich von diesem Zack-Programm verabschieden. Und wenn der nachfolgende Text Ihre Gefühle verletzen sollte, so ist uns das scheißegal. Die Zack-Pistols vor dem Ende. 6 Jahre waren sie on air und sie waren das ekelhafteste, hässlichste, was die ARD dem Sonntagabend je zumutete. Am Sonntag sind wir fertig. Jetzt ist der Samstag dran.
Backstage, Anarchie for the TV. Ihr Proberaum, die nackte Geschmacklosigkeit. Auch der Soundcheck für den letzten Walzer, einer Orgie der schlechten Laune. Die Etablierten hassen sie, frech werden Politiker mit Einladungen provoziert und der Pistols-Frontmann hat sogar hier reingepinkelt. Bis hierhin, vielen Dank. Brutal vernichten die Pistols nach diesem Auftritt die letzten Reste des 30-Minuten-Songs. Wird der Punk jetzt aufgekauft? Ist das das Ende des hässlichen Journalismus? Der Tod von Zack. Zack ist nicht tot, es riecht nur komisch. Was das bedeutet, Punks? Es bedeutet das, was wir alle befürchtet haben. Die Wiedervereinigung der alten Säcke im Herbst. Jetzt machen sie 60-Minuten-Stücke. Und wenn Sie noch einen erstklassigen Gratis-Vorschlag haben, wie die Show dann heißen soll am 28.09. oder 5.10. verhandeln die Gremien noch, dann können Sie ja noch anrufen, schön. Können wir die Nummer sehen? Es geht beim Privatfernsehen schneller. Können wir mal die Nummer sehen? Kommt gleich. Komm. Da kriegt man Wehmut und Heimatgefühle, ne? Das ist die Nummer. Wie soll unsere neue Sendung heißen? Und so weiter. Derweil wenden wir uns folgendem Thema zu. Jagoda. Nein, Goda. Jagoda. Nein, Goda. Nein. Und dann geht das los und geht weiter und geht's richtig rund. Und das seit 44 Jahren. Denn seit 44 Jahren sitzt Karl-Heinz Charlie Schmidt in der Pressekonferenz der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg. Und seit 44 Jahren stellt er da jede Woche und jeden Monat einmal die Arbeitslosenfrage. Kriegt keine Antwort, aber die Antwort, die er da nicht kriegt, wird Monat für Monat trauriger, immer mehr Arbeitslose. Er ist ein Wirtschaftsjournalist, inzwischen schon in den 70ern, er ist noch ganz rüstig und er überlegt zurzeit, ob er nicht von der Arbeitslosenstatistik persönlich in die Rentenstatistik wechseln soll. Marion Försching besucht das Stück Urgestein aus der Pressekonferenz in Nürnberg. Man kennt ihn, den Wirtschaftsjournalisten Karl-Heinz Schmidt. Seit 44 Jahren lässt er keine Pressekonferenz in der Bundesanstalt für Arbeit aus. Mehr als 1000 Mal ist er hier gewesen, in guten und in schlechten Zeiten. Hat sich an der insgesamt ungünstigen Tendenz auf dem Arbeitsmarkt nichts geändert? Auch in diesem Monat nur Negatives aus Nürnberg und das immer gleiche Ritual. Präsident Jagoda verließ die Arbeitslosenzahlen, Journalist Schmidt macht sich Notizen und stellt, auch das hat Tradition, die erste Frage. Sollte durch den Abbau von Überstunden in Deutschland zumindest die Möglichkeit geschaffen werden, 3,2 Millionen Vollzeitarbeitsplätze zu schaffen. Ist das realistisch? Nein, das ist, glaube ich, nicht realistisch, weil wir die Überstunden brauchen und nicht verbieten können und nicht verbieten wollen. Eilig verlässt Schmidt die Bundesanstalt für Arbeit. In ein paar Stunden muss sein Artikel fürs Handelsblatt fertig sein. Wenig Zeit, die Zahlen zu verarbeiten. Dass ich hier hilflos bin, nach jeder Pressekonferenz, das muss ich zugeben. Und ich grüble unterwegs, was könnte und wie könnte man. Und ich komme auch zu keinem Ergebnis. Jahrelang liegen sie zurück, die goldenen Zeiten der Bundesanstalt für Arbeit, als es noch Vollbeschäftigung gab und auf den Pressekonferenzen Wein und Wurstbrote serviert wurden. Die schönste Platte mit Schnittchen wird selbstverständlich auf dem Präsidentenplatz eingedeckt. In den 60er Jahren, da war sie reich, die Bundesanstalt für Arbeit hatte 6,6 Milliarden Rücklagen. Das hat die Bundesanstalt in die Lage versetzt, die Beiträge einmal für ein halbes Jahr auszusetzen. Das heißt, es mussten keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung gezahlt werden. Und heute braucht man, ich will nicht sagen 6, aber zumindest 4 bis 5 Milliarden, um den Haushalt auszugleichen. So haben sich die Zeiten geändert. Heute ist er nur noch der Überbringer der schlechten Nachrichten, der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit. Auch Karl-Heinz Schmidt möchte nicht mit ihm tauschen. Er ist ein Rufer in der Wüste, er appelliert an alle. Aber ich habe den Eindruck, in Bonn wird das manchmal nicht so laut gehört, wie er das gerne haben möchte. Vor allem, wenn man in Bonn ihm die Mittel streicht, die notwendig sind, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Auch Karl-Heinz Schmidt weiß keine Lösung für seine Leser. Im Juni keine Belebung auf dem Arbeitsmarkt, so wird seine Überschrift heißen. Vorbei die Zeiten, als der Journalist noch was bewegen konnte in der Wirtschaft. Ich habe mitgeholfen, indem ich Informationen zurückgehalten habe, bis die Lagerbestände bei Unternehmen abgebaut waren und das Unternehmen nicht mehr Konkurs, sondern vergleichsbereit war. Das ist mir in früheren Zeiten mehrfach gelungen. Heute gibt es dieses Unternehmen immer noch und ich rechne es mir zu, dass ich ein wenig dazu beigetragen habe,
den Bestand zu erhalten. Schmidt ist nie arbeitslos gewesen. Er hat als Journalist angefangen, war Pressesprecher bei Triumph Adler und bei Gründig. Seine Kontakte zur Bundesanstalt für Arbeit hat er immer gepflegt, auch versucht, Arbeitslosen zu helfen. Mein Kontakt zu vielen Personalchefs nutze ich, um diese oder jene Empfehlung zu geben. Wenn es mal gut geht, dann bin ich sehr froh. Aber häufig bei der derzeitigen Arbeitsmarktlage ist das eben sehr, sehr schwierig. Auf dem westdeutschen Arbeitsmarkt hat sich auch im Mai die ungünstige Entwicklung fortgesetzt. Punkt. Karl-Heinz Schmidt hat seine Beschäftigung mit den neuesten Arbeitslosenzahlen für diesen Monat abgeschlossen. Er hat sie lieb gewonnen, die Pressekonferenzen bei der Bundesanstalt für Arbeit, aber richtig zufrieden ist er nicht. Nachdem ich nicht mithelfen konnte, entscheidend mithelfen konnte, immer Arbeitsplätze zu sichern, meine ich, habe ich mein Ziel nicht ganz erreicht. Vielleicht denkt er deshalb ans Aufhören. Doch in der Bundesanstalt für Arbeit will man davon nichts wissen. Ich möchte ihn nicht missen. Ich wünsche, dass er noch Jahrzehnte bei uns bleibt. Ich werde im nächsten Jahr 75 und möchte eigentlich es dabei bewenden lassen. Vielleicht erlebe ich aber noch dann außerhalb dieser Pressekonferenz, dass dann plötzlich doch einmal die durchschnittliche Arbeitslosenzahl auf 2 Millionen zurückgeht. Es wird für mich dann Anlass sein, mich mal eine Flasche herauszuholen. Schöne Musik jedenfalls. Da war jetzt, glaube ich, noch ein witziger Werbespot geplant. Wenn ihr den noch senden wollt, wir haben da nichts gegen, ne? Nein. Nein. Was meinst du, was das für ein Geld gespart hat? Ja, das war die Wiederholungsrhythmen bei der ARD, werden schon kürzer, kann man sagen. Wie war die Quote gegen das England-Deutschland-Spiel? 700.000 Zuschauer und 3% Marktanteil. Was haben wir jetzt? Heute? Ich würde sagen, dass sie ein bisschen mehr haben als sonst. Ich schätze 500.000 Zuschauer und 4% Marktanteil. Ja, echt? Glaube ich schon. Also, ja, ich glaube, dass der letzte Beitrag ziemlich viele Leute von der Fußball-Nachberichterstattung rübergelockt hat. Der Arbeitslose entlockt Herrn Schmidt immer ein bisschen Heiterkeit. Nein, das war nicht der Arbeitslose, sondern es war dieser Journalist. Also wenn ich zu Hause sitze und sage, Mensch, du siehst da, wie Berti vielleicht mit den Jungs ins Entmüdungsbecken springt und auf der anderen Seite hast du einen Journalisten, der seit 40 Jahren bei der Bundespressekonferenz ist. Arbeitslosenpressekonferenz. Ja, ne? Ja, so hätte ich sie auch eingeschätzt, in Wirklichkeit. Der andere V-Mann, der über sie ausgesagt hat, ist, dass sie beim Pimmelvergleich auf dem Schulhof hätte einer eine Erektion gekriegt. Also ja. Ich zitiere das jetzt nur, mir ist das so eine Betrachtungsweise zuwider persönlich, aber so sei es ja in ihrem Leben gewesen. Ja. Und sie hätten den dann immer als Homosexuellen verarscht. Das ist möglich. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich habe so viele als Homosexuelle, Heterosexuelle, Bisexuelle, Trisexuelle und Quadruppelsexuelle verarscht, dass ich um Verständnis bitte, dass ich nicht mehr jeden Einzelnen in Erinnerung haben kann. Ja. In dem Fall glaube ich, es ging um eine Vergleichssituation auf dem Schulhof und ich habe mich da einsam gefühlt an der Spitze. Ja, ja. Und je mehr die dann draufhauen, wenn sie irgendwie vermeintlich entgleisen, desto glücklicher werden sie. Das ist ja ein Phänomen, nicht? Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder Therapie oder tägliche Show. Nein, also es ist, andere Leute geben bei der Domina viel Geld aus und sie lesen Kritiken. Nein, ich lese nur, ich bin mittlerweile doch sehr wählerisch, also das heißt FAZ, Süddeutsche, Taz, Spiegel und Fokus. Fokus, hätte ich ja fast gesagt. Aber damit hat sich's. Also ich renne nicht mehr nachts zum Kiosk, um mir jede Zeitung zu holen, wie ich es früher gemacht habe. Da haben wir uns immer getroffen, ja. Nein. Mit zittrigen Fingern rechts rangefahren, hieß es früher noch. Als Harald noch sensibel war, als er noch wissen wollte, was die Menschen über ihn denken. Mit zittrigen Fingern rechts rangefahren? Ja, hat er selber im Interview gesagt darüber. Da wurde er im Spiegel lobend erwähnt. Und war das das, wo die Hausmitteilung im Spiegel hieß, Karian, Schmidt? Ja, genau. Nein, das war irgendwie, waren sie zu... Man wird ja dann auch so überheblich, dass man die Stufen hat, dass man sagt, Bericht im überheblich Spiegel, war das Stichwort, Ankündigung auf der Titelseite, Ankündigung in der Hausmitteilung. Ja. Und dann liest man und sagt, hey, guck mal, Küppers, warum sind Sie nicht Spiegel-Herausgeber? Wie Spiegel-Herausgeber? Ist es eigentlich super, wenn wir diese Zeit hier zuquatschen, obwohl wir nichts abgesprochen haben? Sollen wir noch was absprechen? Nein, fragen Sie mich noch irgendwas Politisches. Ich möchte auch hier nicht als oberflächlicher Unterhaltungsmensch mich verabschieden. Okay, dann gehe ich mal knallhart ran. Alles gesund zu Hause? Absolut. Er war nicht darauf vorbereitet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt will sich jemand äußern, der sicherlich von Politik nicht so viel versteht, aber in dieser heutigen Gedächtnissendung darf er auch was sagen.
Hey, 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 was heißt hier überhaupt? Tschüss, Kübelpfusch, Knüppelbusche. Ach, was? 3 Monate ohne mich? Das ist doch eine Unverschämtheit. Ah, das ist doch super. Dann krieg ich ja 3 Monate. Nix aufs Maul. Oh. Das ist schlimm genug. Oh. Aber wartet, Freunde. Ende September geht's weiter. Gell, Nobby? Oh, oh, oh. Warum krieg ich dann doppelt Haue? Weil wir dann doppelt so lang sind. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht. Herzlich mitlachen. Das war's. Diese sympathischen Herrschaften haben die Sendung über ihre Vorstellung. Schipperspusch aggressiv. Weil es gibt in RTL ja die Sendung Explosiv. Hm? Und wir sind da einfach da gerade drauf gekommen. Schipperspusch aggressiv. Ich bin der Meinung, dass der Name Zack bleiben muss. Da würde ich mich doch an die Waschmittelwerbung halten und Zack Ultra oder Zack Supra oder Megapers nehmen. Also, Zicken mit Zacken. Ich meine, Zack, ZAK steht doch zum Abklinken. Küppers Night. Mein Vorschlag ist Gatekeeper. Klapp ja den Busch. Zack soll halten. ABM Aufruhr bis Mitternacht. Verwickert und verkohlt. Der krumme Blick. Wie wäre es denn mit christlich durchwachsener Unterhaltung? CDU. Vielen Dank, ja. Küppers Fusch. Ich würde sagen, das müsste Zack Zack heißen, wenn es doppelte Zeit hat. Dem haben wir eigentlich so nichts hinzuzufügen, ne? Also, wunderbar, was wann wie? Du machst wieder mit, ne? Sei brav, gleich gibt's Futter. Wir sehen uns wieder am 28.09. oder am 15.10. oder weiß der Hund, schönen Dank. Sie kommen dann schon wieder früher, ne? Absolut. Absolut. Ich wollte noch sagen, absolut. Absolut. Jetzt kommt kein Werbeblock. Schönen Abend noch. Das war's aus Hamburg. Das war's absolut. Guten Abend. Manchmal ist mir danach, einfach nur in den Tag zu träumen. Aber manchmal will ich auch das gute Feeling haben, gebraucht zu werden. Für eine Abstimmung oder so. Oder ich bin gut drauf, weil ich mal unverbindlich meine Meinung sagen kann. Manchmal so und manchmal so. Oder so. Thank you.